Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will mit einer Bemerkung anknüpfen, die ich gestern Nachmittag zu einem Tagesordnungspunkt auch schon gebracht habe. In der letzten Plenarsitzung hat die FDP mir vorgeworfen, dass ich Zitate von dem kommunalpolitischen Sprecher der FDP aus der letzten Legislaturperiode vorgetragen hatte und dass der Herr Engel unter anderem vorgetragen hat, dass Oberhausen aus eigener Kraft, das war das Jahr 2009, den Haushaltsausgleich schaffen müsse. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und wenn ich mir dann den Antrag der CDU heute angucke, dann überschleicht mich schon Sorge, was Sie hier an parteipolitischer Differenzierung wieder auf den Tisch bringen können, weil Sie es nicht schaffen, über die Hürde zu springen und die Interessen der Kommunen Nordrhein-Westfalens auch im Bund und in den Fragen des bundesstaatlichen Finanzausgleiches vorzutragen. Das finde ich ausgesprochen schade und befremdlich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Warum sage ich das an dieser Stelle? Wir hatten 2010, hat der Kollege Kämmerling darauf hingewiesen, einen Konsens, dass wir die Interessen der Kommunen gegenüber dem Bund auch vertreten müssen. Und wenn Sie uns jetzt hier ins Stammbuch schreiben, sozusagen als Replik auf den Entschließung, auf unseren Antrag, dass wir erstmal unsere Hausaufgaben machen müssten und als erste Feststellung festschreiben, dass, also die Verfassung schreibt fest, dass das Land und die Landesregierung für die Kommunen zuständig sind, macht das nur eins deutlich. Sie halten uns, so viel würde ich an kollegialer Freundlichkeit sicherlich nicht vor, dass wir nicht den Gesetzestext der Verfassung kennen, sondern Sie wollen davon ablenken, dass Norbert Bartle, Obmann im Haushaltsausschuss des Bundestages, für die Koalition und von Seiten der CDU festgestellt hat, dass das, was bereits 2013 versprochen war, nämlich eine Entlastung von 5 Milliarden Euro für die Kommunen bundesweit infrage gestellt ist. Das stellen Sie mit dieser Formulierung infrage, und das finde ich abenteuerlich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben, und ich will das an dieser Stelle noch einmal festhalten, wir haben ein Versprechen der alten Bundesregierung, dass eine 5 Milliarden Euro Entlastung unmittelbar in der neuen Legislaturperiode greifen hat. Jetzt gebe ich zu, dass auch unser Antrag natürlich den Zeitabläufen ein Stück Rechnung trägt. Aber damit dieser auch nicht falsch interpretiert wird, will ich auch ein paar Punkte, weil er sehr filigran nämlich formuliert ist, dieser Antrag, hinweisen. Wir haben gesagt, 2017 muss spätestens die volle Entlastung aus dem Bundesteilhabegesetz erwachsen. Wenn man den Mechanismus kennt, dann wird man feststellen, dass das voraussetzt, dass deutlich früher, spätestens nämlich im nächsten Jahr, erste größere Entlastungsstufen eintreten müssen, um das überhaupt zu ermöglichen. Zweitens, aus der Bemerkung, dass wir über KDU die 1 Milliarde Euro Verteilung, also eine KDU-Verteilung haben wollen. Im Übrigen habe ich gehört, dass die B-Länder das jetzt völlig anders diskutieren, wird deutlich, dass wir dies zusätzlich haben wollen und daraus eine so lange Beziehung machen. Das heißt, solange die 5 Milliarden nicht kommen, muss zusätzlich auf der anderen Seite was passieren. Und dass Sie sich jetzt auch noch hier im Landtag der Argumentation von Herrn Dr. Schäuble anschließen, dass der Bund doch schon so viel getan hat und die Entlastung bei der Grundsicherung im Alter 2014 im vollen Umfang durchsetzt, um das als Entschuldigung dafür zu nehmen, dass das 5 Milliarden Euro Versprechen nicht eingehalten wird, das macht mich auch fassungslos, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nach vorne. Ich finde es auch schon, und ich hoffe, dass Sie das unterlassen demnächst. Ich meine, dass Sie CDU und SPD auf der Bundesebene Koalition geschlossen haben, entspricht auch Ihren Parteitagsbeschlüssen. Warum Sie jetzt anfangen, in einem Landtagsplenum Probleme der Bundeskoalition in der Weise auszutragen, dass Sie namentlich Ministerin nennen, in diesem Fall Frau Nahles, die zuständig wäre, und das sozusagen suggerieren, dass das ein Problem für Nordrhein-Westfalen ist, verstehe ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht. Sie tragen gemeinsam als Koalition im Bund Verantwortung und müssen sie auch gemeinsam als Parteien dieser Verantwortung stellen. Alles andere wäre Rosttäuscherei, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU. Ich bitte, dass wir zu der Gemeinsamkeit, die wir 2010 formuliert haben, zurückkommen. Und das setzt voraus, dass wir die Entlastung, die wir im Land Nordrhein-Westfalen gemacht haben, darüber können wir gerne in der Sache streiten, ob der Weg, wie er verteilt wird, der richtige ist. Und der Kollege Abruschat ist da ja auch immer ganz Feuer und Flamme, dass wir das möglicherweise, die Parameter falsch angesetzt haben, das können wir alles machen. Aber dass wir uns hier im Landtag auseinander definieren
definieren lassen bei der Frage, ob die 5 Milliarden Euro als Entlastung kommen müssen und ob sie schnell kommen muss. Das finde ich nicht in Ordnung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Da sollten wir im Rahmen unserer Möglichkeiten, sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat, also in dem Fall im Wesentlichen im Bundesrat, unsere Möglichkeiten ins Spiel bringen und hier kein parteipolitisches Geplänkel machen. Und das macht die CDU mit ihrem Antrag ganz eindeutig. Letzte Bemerkung an der Stelle. Unser Antrag dient dazu, und das ist doch auch erkennbar, einerseits das Thema, was jetzt, Stichwort Bundesteilhabegesetz, Vorbereitung dieses und auch der Frage, was wir gestern ja auch schon im Rahmen der Frage des bundesstaatlichen Ausgleichs diskutiert haben, vorzubereiten und Pflöcke aus der Sicht von Nordrhein-Westfalen zu setzen. Und das ist nur dann erfolgreich, wenn wir da an einem Strang ziehen. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte ich eindringlich, dass unserem Antrag zugestimmt wird und dass die Unterschiede und die Differenzen, die Nuancen, die an anderer Stelle ist, die können wir gerne auf bundespolitischer Ebene dann austragen. Aber im Bundesrat müssen wir zueinander stehen. Wir müssen auch deutlich machen, dass KDU, Entlastung der Kommunen in Nordrhein-Westfalen, wichtiges Pfund und Gewicht im Bundesrat haben müssen. Sonst wird Nordrhein-Westfalen auf der Strecke eine ganze Menge Schaden nehmen. Und auch die Frage Altschuldenfonds, der sehr wichtig für unsere Kommunen, sehr wichtig für unser Land ist, dann auch noch in den Hintergrund treten. Daran können wir alle kein Interesse haben. Ob hier eine Formulierung im Landtag mal ein bisschen rechtsrum und linksrum gemacht wird, interessiert in 3 Jahren keinen Menschen mehr. Aber ob wir im Bundesrat erheblich aufgetreten sind und unsere Interessen vertreten haben, das wird Auswirkungen für die nächsten 2 Jahrzehnte haben. Vielen Dank, liebe Kollegen. Vielen Dank, Herr Kollege.